Das kommt. Wie setzen wir das ein? Inventarzugriff habe ich noch nicht gekriegt. Ach, die haben volle Munition. Sehr schön. Jetzt nicht mehr. Bin mal so frei. Und verschwinde Munition. Ach, warte. Hier mal scannen. 100%. Haben wir jetzt auch gemacht. Ich würde gerade sagen, wir noch safe Monster. Unendliche Munition. Oh, eine Handgranate. Und damit G werfen. Und für das Kraut haben wir noch alles. Brauchen wir nicht. Im Trockner ist was drin. Ist nur Munition. Kein Schlüssel oder so. Na dann. Ja, wir hätten das Fenster hier kaputt gemacht. Den Angriffsschlüssel haben wir noch nicht gefunden. Wir sind so schwach, die Kisten hier wegzuräumen. Müssen wir diesen sinnlosen Umweg machen. Oh, cool. Oh, Angriff. Ich will mal scannen. Einziges Chaos. Nicht mehrere Chaos, nur ein einziges. Da geht's da um. Acht Schuss für ein Monster. Das ist nicht wirklich Verschwendung.
ein Objekt. Kriegen wir hier mal Munition. Der Schlüssel war jetzt für das Ding dort drüben. In den einen Raum. Den richtigen Schlüssel haben wir noch nicht gefunden. Jill! Los! Wir müssen Chris helfen! Ja, doch. Chris! Chris? Haben die nicht gesehen, als die hier ist die Puppe weglaufen würde. Oh, ein Typ mit der Atemmaske. Begrüßlich. Wieso da jetzt nicht die Veränderung? Präzision 88%. Ja, haben wir uns ein bisschen verschlechtert. Null Tode, Abschlusszeit 12, 52. S. Nochmal ein S. Ja, speichern kann ich Schaden. Was hat hier? Und weiter geht's. Episode 2. Bisher bei Resident Evil Revelation. Ach ja, da gab es um diese Rückblenden. Ich hab den Kontakt zu Chris und Jessica verloren. Ihr Signal ging verloren über dem Ozean. Weil das hat Episode. Genau hier auf diesem Schiff. Keine Lebenszeichen, aber irgendetwas ist hier. Glaube einer Waffe. Es wurde auch episodenmäßig released. Das heißt, du musst es irgendwie auf Episode 2 bauen. Chris! Was ist das? Oh, super. Mist, das ist eine Falle. Es ist Zeit, dass sie die Wahrheit später zu einem Spiegel macht. Falls du das in dem Monat, den du mal umtest, musstest, vergessen hast, das ist bisher passiert. Episode 2. Doppeltes Mysterium. Gebirge irgendwo in Europa. Sehr präzise. Langsamer, Chris. Wir sind fast da, Jessica. Das wird doch langsam Zeit. Meine Füße bringen mich um. Das Lager soll auf der anderen Seite dieses Gipfels liegen. Immer noch kein Kontakt zur Zentrale. Vielleicht liegt es am Wetter. Wer hätte gedacht, dass wir hier so lange festsitzen? Chris und Jessica. Jetzt ist durch den. Das Flugzeug!
Oh Gott, es ist abgestürzt! In diesem Gebiet sollte es keine Transportrouten geben. Dann waren die Informationen über Veltro korrekt. Na los! Absturzstelle ist so. Chris konnte nur zuletzt in Resident Evil Village spielen. Oh Mann. Und da war er ziemlich OP. Sieh nach der Absturzstelle. Meld dich, wenn du was findest. Ja, wir haben auch das Scan-Gerät. Jetzt gucken wir selbst nach. Und schlüssig kommen wir hier nicht weiter. Wir müssen schon wieder einen Schlüssel finden. Könnte Welt gewesen sein. Meinst du? Felsen durch die Wand. Kisten zerstören und Items inkassieren. Wir sollten das Flugzeug gründlich durchsuchen. Mal sehen, was wir finden. Hier sind wir noch nicht weiter. Ja. Okay, das kein Softpack. Verdammt. Immer noch kein Kontakt zur Zentrale. Vielleicht liegt es am Wetter. Wer hätte gedacht, dass wir hier so lange festsitzen? Das Flugzeug! Machen wir das halt nochmal. Oh Gott, es ist abgestürzt! In diesem Gebiet sollte es keine Transportrouten geben. Dann waren die Informationen über Veltro korrekt. Na los! Softlock war das Wort, was ich gesucht habe. Wir waren gesoftlockt. Wir haben ja noch nicht. Und so viel haben wir jetzt nicht übersehen. Oh Mann, das kann keiner überlebt haben. Sieh nach der Absturzstelle. Meld dich, wenn du was findest. Hier ist was. Nimm zu. Zum Einsatz des neuen Prototyps. Im Rahmen dieser Mission wird ein neuer Prototyp eingeführt. Die Teilnehmer der Mission sind angewiesen, extreme Vorsicht walten zu lassen. Erst beim Umgang mit diesem Spezialprototypen muss allen Anweisungen mit größter Sorgfalt Folge geleistet werden. Zweitens folgen Sie bei einem Notfall den Richtlinien im Handbuch für Gefahren und Notfälle. Drittens, sobald Sie die Fähigkeiten des Prototyps aktiviert wurden, kann sie nicht mehr gesteuert werden. Das verschriebene Betäubungsmittel muss beim Transport stündlich verabreicht werden. Obwohl der Spezialprototyp in der Theorie gesteuert werden kann, ist sein Verhalten unter realen Bedingungen nicht präzise berechenbar. Kontaktieren Sie bitte die Basis über Standleitung, sollte er nicht mehr kontaktierbar sein. Kontrollierbar sein. Schutzgewehrmunition.
Den Schlüssel finden wir wahrscheinlich auch irgendwie durch das Scannen. Oh mein Gott, der ist tot. Flugplan. Das Ladungsverzeichnis könnte uns dabei weiterhelfen. Mal sehen. Sie wollten zum Valcoyne-Mackie-Flughafen. Wenn wir das hinwollen, müssen wir durch diese Mine. Na, jetzt können wir durch die Mine gehen. Ja, guck. Können wir gut scannen. Jessica, ich brauche Hilfe! Warte, ich bin gleich da. Diese Höhle ist zu kalt. Du solltest warme Unterwäsche tragen. Das sind Wölfe. Zombie-Wölfe. Sie sind infiziert. Vorsicht, Jessica. Siehst du? Deswegen mag ich Chihuahuas. Oh, shit. Da ist hier noch irgendwo. Ab hier hinter mir. Ja, sieht ganz so aus. Dann ist Veldro von den Toten auferstanden. Ja. Und wir müssen sie aufhalten, bevor es zu spät ist. Jetzt könnten wir es mal gebrauchen. Ah. Komische Taste dafür. Ich muss es nicht mehr kombinieren oder so. Ich muss jetzt einfach mit dieser Taste nehmen. Das ist die Tambulator-Taste. Das ist Tab. Wir wollen gucken. Nö, hier ist nichts. Schrotgewehrmunition hält einen einzelnen Wolf aus. Ein Zombie-Wolf. Ein Dreh offensichtlich. Mal lieber noch hier rüber. Oh. Drei auf einmal. Die gehen schneller. Waren wohl schon alle schnell. Granaten. BOW-Pfanne. In granatenähnlich Hilfshoffe, sobald der Boden berührt, ertönt ein spezieller Ton, der Feinde in der Umgebung anlockt. Die Granate explodiert und zerstört alles in ihrer Umgebung. Bei korrektem Einsatz löst die Explosiv auf. Wahrscheinlich. Thank you.
Wir sollten auf das Gegner scannen, aber mit einem Kampf. Ich weiß nicht. Für versteckte Items ist das hilfreich. Ich glaube, hier geht's weiter. Also, chill, war es? War was? Konzentrier dich! Sie war vorher deine Partnerin, oder? Ja, sie war meine Partnerin. Warum fragst du? Ach, na ja. Es war nur so eine Frage. Sie wird eifersüchtig. Munitionsverschwendung. Oh, hi. Luis 27F. Und ich verstehe deine Sprache nicht. Ich weiß nicht, welche Sprache dann gesprochen und geschrieben wird. Chris, bist du okay? Nur mein Bein. Ich gehe erstmal. Spricht leider kein. Sieht nach Spanisch aus. Oh je. Oh, der Kraut. Das kann ich nicht richtig. Und nachladen. Ja, wenn die hinter mir sind, dann ist es mal. Verdammt, es sind zu viele. Ich gebe mein Bestes. Mist, die Munition reicht nicht. Oh ja, genau. Ich hab nur noch was. Das sind viele hier. Keine Granaten mehr. Und ich habe keine Heilung mehr. Kannst du stehen? Das wird ja auch Zeit. Danke. Alles okay. Tut mir leid, wenn ich nerve, aber... Was ist denn? Vertraust du mir genauso wie Jill? Hör zu, das ich vertraue euch beiden, okay? Außerdem, man gewinnt Vertrauen durch Taten, nicht durch Worte. Das ist wieder typisch, Chris. Es geht immer nur um den Job, nicht wahr? Sieh mal, ist das die Landebahn? Das ist ihr Versteck. Hier, Forkball. Hört ihr mich? Hier, Chris. Ich höre, Sir. Alles okay? Wo seid ihr? Durch die Störung hatten wir kein Signal. Wir sind beim Valcoyne-Mocky-Flughafen. Verdammt. Das war eine Falle. Wieso das?
Aufgrund falscher Informationen habe ich Jill und Parker zum Mittelmeer geschickt. Jetzt habe ich keinen Kontakt mehr. Seitdem habe ich nichts von ihnen gehört. Was? Was ist da los? Chris, sieh dir das mal an. Unmöglich. O'Brien, schlechte Neuigkeiten. Wir sehen das Weltruhr-Wappen. Dann stimmt es also, dass sie wieder da sind. Wenn das wahr ist, dann... Dann war die Falle für Jill und Parker. Alles wahr. Ja, darauf würde ich meinen Arsch verwenden. O'Brien, wir werden Jill und Parker suchen. Ich hoffe, das ist kein Problem. Nein, überhaupt nicht. Ihr müsst sofort zum Mittelmeer. Ich halte euch auf dem Laufenden. Hast du eine Ahnung, was hier los ist? Das finden wir später raus. Wir müssen los. Schon wieder eine Episode abgeschlossen, oder was? Sind wohl kurze Episoden. Prozent, 0 Tode, 13,40. Uhr, Gästekabine. Was? Wo? Jill? Parker! Wo bist du? Keine Ahnung, so ein Raum. Irgendwo auf dem Schiff. Der Bastard hat meine Waffen. Erreichst du die Zentrale? Nein, ich habe keine Verbindung. Formieren wir uns neu. Okay, toll, wir haben keine Munition, keine Waffen. Das wird interessant. Wo bin ich bloß? Er läuft noch. Wir müssen ganz schnell unsere Munition finden. Oh, ein Rätsel. Wo muss hier ein Schraubenschlüssel sein? Verschraubt zu sein. Wir haben kein Messer. Ah, okay, das können wir verschieben. Wir können dann smart. Scheint schon wieder kaputt zu sein. Ein Griff ins Klo. Das lassen wir mal lieber nicht ab. Ach du Scheiße. Ausweichen. W oder Space zum richtigen Zeitpunkt drücken. So geht's auch. Okay, ein Rätsel. Ah, okay.
vielleicht gar nicht so schwer. Ich lasse noch kurz das Wasser ab, wenn es geht. Aber schade, zu spät. Da wäre durch noch ein Monster rausgekommen. Oder auch eine Waffe. Ich glaube, eine Waffe hat man da gekriegt. Und wir hätten uns betraut hätten. Jetzt am schnell weg hier. Wenn irgendwas verpasst. So